JFT Just Fair and Direct. So, einen wunderschönen guten Morgen zum Livestream DAX Long oder Short. Wir haben Montag, den 25.03.2024, der Start einer verkürzten Handelswoche, denn wir werden ja Freitag Ostern haben bei uns hier, somit vier Handelstage, die jetzt erstmal jetzt für uns wichtig sind. Und heute startet erstmal der Markt relativ ruhig und ich lese gerade im Chat irgendwas von einem schwarzen Montag. Wir werden mal gleich auf die Thematik eingehen, vielleicht worauf sich das bezieht. Ich würde das von meiner Seite gegebenenfalls erstmal nicht ganz so sehen, aber wir schauen gleich mal drauf. Wir haben den DAX ja immer noch sehr, sehr hoch stehend, die US-Märkte eine Nuance tiefer, wenn man das Ganze vergleichen würde. Nichtsdestotrotz stehen die natürlich auch noch sehr, sehr stabil da, wenn man mal ein bisschen das größere Bild sich anschaut. Aber das taten wir ja schon am gestrigen Handelstag mit der Trading-Wochenanalyse. Aber heute gehen wir ein bisschen mehr ins Detail und gucken mal, okay, was könnte am heutigen Tag interessant werden. Bevor wir das tun, wie gewohnt an der Stelle erstmal ganz kurz natürlich der Risikohinweis. Lest euch diese Mitte durch, achtet bitte grundsätzlich darauf, dass ihr natürlich mit Stops arbeitet, dass ihr die Positionsgröße entsprechend an euer Konto anpasst, dass ihr all das, was ich hier sage, an Setups und ihre gegebenenfalls vortradet, definitiv nicht als Handelsempfehlung wertet, sondern lediglich als kleine Informationsquelle zusätzlich zu eurem eigenen Trading, zu euren eigenen Analysen. Wenn ihr weitere Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker JFT habt, dann wie gewohnt auf der Website von jftbrokers.com. Hier könnt ihr noch diverse Fragen zum Trading oder aber auch natürlich zum Broker beantwortet bekommen. So, und dann switchen wir erstmal rauf auf den Webinar- und Eventkalender für den heutigen Tag. DAX Long oder Short sind wir gerade mittendrin, statt nur dabei. 14 Uhr die US Opening Bell. Am Montag starten wir ja auch immer relativ verhalten erstmal durch hier mit unseren Veranstaltungen. Denkt bitte dran, auch diese Woche gilt erstmal noch alles aus den USA eine Stunde eher. Somit starten wir um 14 Uhr statt um 15 Uhr mit der US Opening Bell, denn die Glocke läutet in New York um 14.30 Uhr. Alle Wirtschaftskennzahlen, die da so zu uns rüberschwappen aus den USA, auch immer noch eine Stunde eher. Also alles, was mit der US-Zeitverschiebung zu tun hat, in irgendeiner Art und Weise, ist immer noch eine Stunde eher. Das ändert sich dann am kommenden Wochenende, quasi zu Ostern, haben wir dann bei uns auch die Zeitumstellung auf Sommerzeit. Und dann ist nach Ostern quasi wieder alles on the track, alles normal. Also das gilt es natürlich für diese Handelswoche ebenfalls noch zu beachten. Wir schauen auf den YouTube-Kanal so von JFT. Schaut bitte gerne drauf. Es ist jetzt hier nicht aktualisiert, aber es gab ja gestern die Trading-Wochenanalyse und das ist immer insofern wichtig. Auch für mich persönlich sind es ja die vorbereitenden Gedanken auf die kommende Handelswoche. Da haben wir alles nochmal so ein bisschen beleuchtet, auch vom übergeordneten Bild. Wo stehen wir dort? In den Aktienmärkten, auch in den Währungen teilweise, im Gold. Was ist wichtig an Wirtschaftskennzahlen? Was ist wichtig gegebenenfalls an Headlines und Co.? Also schaut da gerne mal rein, denn nicht alles davon schaffen wir natürlich in den täglichen Streams immer wieder zu beleuchten, denn hier gehen wir ja wirklich jetzt so ein bisschen mehr ins Detail und schauen halt quasi auch auf die Möglichkeiten des Tages, auf die Dinge, die da mich so beschäftigen, ein bisschen mehr im Detail. Von daher schaut euch gerne die Trading-Wochenanalyse an. Auf dem YouTube-Kanal von JFT findet ihr diese, steht ganz doof, so dieses türkisfarbene Trading-Wochenanalyse, kann man eigentlich nicht verpassen, geht gerne mal drauf. Wirtschaftskennzahlen für den heutigen Tag. Wir bekommen New Home Sales aus den USA, das ist jetzt quasi, ja, eigentlich mit mehr oder weniger das, was für den heutigen Tag wichtig ist, aber ihr seht schon hier bei Forex Factory oder eben auch entsprechend bei anderen Wirtschaftskennzahlen-Webseiten ist das jetzt nicht gerade als extrem wichtig tituliert. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was heute um 3 kommt und eben neben dem FOMC-Member Bostic, der dort heute um 13.25 Uhr spricht, wo da natürlich auch gegebenenfalls daraus resultierend der ein oder andere Gedanke für den Markt sich resultieren könnte, ist jetzt nicht ganz so wahrscheinlich aus meiner Sicht, da wir doch sehr, sehr viel von der Fed bekommen haben, sehr, sehr tiefe Einblicke, auch natürlich durch die Fed-Zinsentscheidung in der vergangenen Handelswoche, denke ich, können jetzt die einzelnen FOMC-Member noch nicht ganz so viel ausrichten. Das kann sich ändern, das kann sich natürlich mit jedem ändern, wenn der wirklich richtig klare Worte finden sollte, aus meiner Sicht. Allerdings für den heutigen Tag erstmal nicht ganz so wichtig. New Homes, jetzt kann man mal drauf schielen, wenn es wirklich stärkere Abweichungen gibt, könnte das für den heutigen Nachmittag interessant werden, aber meistens auch nicht so sonderlich. So, gehen wir auf die Headlines drauf. Und ich denke, das ist das, worauf jetzt der Hans an dieser Stelle jetzt ein wenig abzielte, beziehungsweise das, was er da gegebenenfalls irgendwo gelesen hat. Wir haben Terroranschläge. Wir haben einen Terroranschlag in Russland gehabt, in Moskau direkt. Und man liest jetzt, dass Frankreich auch die höchste Terrorwarnstufe ausgeschrieben hat, entsprechend vor der Angst, dass jetzt auch in den eigenen Ländern irgendwo Anschläge passieren können. Das hat allerdings meines Erachtens nach noch nicht so starken Auswirkungen oder so starke Auswirkungen auf die Märkte, denn das hatten wir in den letzten Jahrzehnten
Oder bleiben wir mal in den letzten Jahren des Öfteren mal, dass wir diese Thematik hatten und entsprechend diese Thematik, auch wenn wir Anschläge in Deutschland hatten, erinnern wir uns, ich weiß noch, hier in Berlin quasi in, an der Gedächtniskirche, wo dort dann eben auch dieser LKW damals auf diesen Weihnachtsmarkt fuhr, ja, oder eben auch andere Terroranschläge, die sich in Europa abspielten, bei uns jetzt quasi teilweise vor der Haustür. Das war mitunter für den Markt kurzzeitig mal interessant, aber hatte am Ende nicht großartige Auswirkungen. Es ist natürlich die Thematik Russland, die dort eben auch wieder eine Rolle spielt und entsprechend vielleicht auch wirklich diese, ja, warum, weshalb Fragen. Meines Erachtens nach sollte das zumindest nicht zu einem schwarzen Montag führen. Nichtsdestotrotz kann der Markt natürlich jederzeit nach unten wegbrechen. Das hatten wir aber aus andererlei Hinsicht immer auch schon immer im Kopf, dass das natürlich früher oder später auch mal wieder passieren wird. Ob das jetzt so ein Auslöser dafür ist, würde ich persönlich erstmal sagen, wage ich zu bezweifeln. Von daher würde ich an dem heutigen Tag, und das zeigt sich ja jetzt auch schon vorbörslich, dass da erstmal noch nicht nennenswert viel passiert ist. Und ich hatte gestern, meine ich, noch so ein bisschen im Hinterkopf, dass bei der Trading-Wochenanalyse auch schon jemand schrieb, naja, es war ja irgendwie so ein bisschen auffällig, dass zu Beginn der Handelswoche immer erstmal in den Indizes so ein bisschen Schwäche aufkam und dann eben Richtung der All-Time-Highs alles wieder lief, diese wieder ausgebaut worden, gerade was den DAX betrifft. Und es kann natürlich sein, dass der Markt heute ein bisschen abgibt. Ich würde es auch gerne sehen wollen, um dann eben ein paar Gedanken aufzubauen für den heutigen Montag, da gehen wir gleich mal drauf. Also ich würde das Ganze erstmal von meiner Seite nicht überbewerten, was dort passiert ist. Man liest natürlich in jeder Headline, dass das jetzt passiert ist. 137 Tote jetzt hier von Bloomberg berichtet in Russland, ist natürlich wirklich desaströs. Ich will mich diesbezüglich auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, wenn man es mal sehr nüchtern betrachtet. Es könnten es natürlich auch Ablenkungsmanöver sein von der ganzen Thematik Russland-Ukraine. Ja, das ist wirklich sehr nüchtern und versteht das bitte nicht falsch. Man muss natürlich immer aus zweierlei Maß messen. Einmal das Menschliche und Moralische, völlig desaströs, was in Russland, in der Ukraine oder generell dort abgeht. Natürlich auch mit solch Attacken, mit solch Anschlägen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die Thematik rein aus börslicher Sicht und beziehungsweise politischer Sicht. Und da ist es natürlich jetzt natürlich für Russland gegebenenfalls ganz nüchtern betrachtet auch eine willkommene Ablenkung von den eigentlichen Thematiken, die dort Ukraine, Russland und die Welt, was das Ganze betrifft. Natürlich absolut nicht zu unterschreiben, dass so etwas passiert. Ihr versteht mich da nicht falsch. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt erstmal meines Erachtens nach nicht als großen Auslöser betrachten wollen für die Aktienmärkte. Alles andere ist jetzt auch aus meiner Sicht erstmal gar nicht so wichtig. Wir hatten Freitag ja so ein paar Short-Gedanken für die US-Märkte aufgebaut. Wenn wir jetzt da mal drauf schauen, stehen die verhältnismäßig tief, immer noch auf extrem hohem Niveau. Aber da hat sich weder irgendwie noch weiter was nach unten bewegt, noch irgendwo nennenswert weiter was nach oben. Das ist jetzt erstmal das mitzunehmen. Da schauen wir allerdings auch gleich mal drauf. Ich habe schon mal fürs Erste so drei Bereiche für mich zurechtgelegt, was jetzt entsprechend für den DAX interessant werden könnte. Ihr seht, dass einer dieser Bereiche jetzt auch im Bereich der aktuellen All-Time-Highs steht, die allerdings aus aktueller Sicht jetzt 275 in der JFD-Indikation, ja, so irgendwie 40, 50 Punkte oberhalb von uns liegen. Und die All-Time-Highs und diese All-Time-Highs mittlerweile merklich oberhalb von 18.000 sich abspielen. Wir wissen, was in den letzten Tagen, Wochen, Monaten passiert ist, eine enorme Aufwärtsrallye. Wir stehen lediglich 40, 50 Punkte von diesen Hochs weg. Ergo, wir stehen sehr, 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 sehr stark da. Und es gibt natürlich auch früher oder später mal einen Auslöser, der vielleicht, wie heute auch, wo ich sage, naja, eigentlich sollte das nicht für irgendwelche großen Abwärtstendenzen sprechen, aber es kann natürlich sein, dass es so ein Auslöser ist für so einen Domino-Effekt. Und dann eben doch noch der ein oder andere Punkt irgendwo ausgekramt wird, vielleicht auch mit hinzukommt und das natürlich den Druck kommt. Und das bedeutet, dass ich für mich persönlich das immer erstmal jetzt aus aktueller Sicht nicht annehme, aber wenn wir dann gewisse Bereiche nach unten durchstoßen, Momentum aufkommt, dieses Momentum nicht irgendwo zurückerobert wird und eben wirklich eine klare Tendenz irgendwo sich aufzeigt, dann ist es natürlich so, dass ich da nicht vehement gegenhalte. Und auch wenn ich heute sage, naja, ich würde die Abwärtsseite erstmal vielleicht jetzt nicht so als extrem sehen. Wir gehen allerdings erstmal ganz kurz mal auf die US-Märkte drauf, um jetzt hier mal die Gedanken so ein bisschen schweifen zu lassen. Wir sind aktuell, wenn man jetzt hier nur den 5-Minuten-Chart sich anschaut, mal in Richtung der vergangenen Handelswoche Freitag. Und jetzt eben sehen wir schon zumindest eine kleine Tendenz auf der Abwärtsseite. Die Gedanken vom Freitag waren ja in der Tat sogar etwas shortiger angehaucht von meiner Seite, als ihr das wahrscheinlich in den letzten Tagen so gewohnt wart. Da war der Bereich hier oben so mein favorisierter Short-Bereich. Die hatten wir eigentlich in jedem der drei Aktienindizes in den USA herausgesucht. Und ihr seht, dass hier eben wirklich interessante Möglichkeiten entstanden sind. Und daraus resultieren, aktuell stehen wir hier. Also an den
also im ganz, ganz kleinen Bilde, ja, an den Bewegungstiefs. Also so leichte negative Note kommt aus den USA zu uns rüber. Gehen wir uns das Ganze mal im Dow Jones anschauen. Der gab etwas stärker nach, hat auf jeden Fall jetzt hier auch wirklich noch Potenzial nach unten, denn wir haben diese Zinsentscheidungsbewegung aus der vergangenen Handelswoche. Das war diese hier, das war so die erste stärkere Reaktion, 30-Minuten-Chart in etwa so anderthalb Stunden. In diesen anderthalb Stunden ist allerdings in diesen Kerzen auch viel nach oben und unten passiert. Aber wenn wir mal in diese Ausgangslage gehen, das ist hier unten, das ist schon etwas, was auch mitunter angelaufen werden kann. Das ist so der Bereich um die Marke 39.150. Aktuell stehen wir noch im Bereich, ja, ganz grob 450. Das wären noch so 300 Dow Jones-Punkte. Also das kann schon auch durchaus noch weiter nach unten gehen, was natürlich dann auch dazu führen könnte, dass der DAX ein bisschen mehr abgibt, als ich es jetzt aus aktueller Sicht sehen wollen würde. Allerdings jetzt aktuell vorbörslich, meistens Montag passiert nicht so sonderlich viel, der kann sich dann auch mal hier erstmal wieder so ein Stück weiter nach oben bewegen, machen wir es mal ein bisschen dünner, ja, vielleicht erstmal noch so ein Stück weit nach unten und dann gehen wir doch nochmal hier hoch, ne, und dann stehen wir irgendwie heute Nachmittag da. Ja, also das ist ja nicht selten so, dass jetzt die US-Märkte gerade am Montagvormittag halt nicht ganz so extreme Tendenzen aufzeigen. Nichtsdestotrotz stehen wir auch hier an den Bewegungstiefs. Also wenn man sich auf hohem Niveau charttechnisch anschaut, gerne auch nochmal auf den 4-Stunden-Chart gegangen, um das mal ein bisschen so einzunorden. Wo stehen wir denn hier? Nee, Moment, da ist es noch nicht ganz so eindeutig, weil wir ein bisschen diese etwas momentumhaftere Bewegung sehen. Hier sehen wir das. Ne? Wir haben nochmal diese sehr, sehr starke Ausprägung nach oben bekommen und jetzt sind wir ja auf diesem Niveau erstmal wieder zurücklaufend in Richtung der alten Allzeithochs, die nicht lange standen, weil wir auch hier fast regelmäßig neue Allzeithochs ausgebaut haben. Aber dass wir jetzt quasi einen Rückläufer bekommen, rein charttechnisch in diese Bereiche, jetzt hier dieser Hochs und selbst da ist noch ein bisschen Puffer, ja, beziehungsweise dass wir quasi in Richtung dieser Ausgangslage hier unten, diese Zone, das anzulaufen, ja, um dann doch wieder weiter zu steigen, wäre absolut nichts Verwerfliches, ja, und entsprechend daraus resultierend wären natürlich leichte Abgaben auch nicht unrealistisch und das ist jetzt auch etwas, was ich vielleicht so ein bisschen mit ins Kalkül nehmen wollen würde, ne? Okay, also, genau, also Hans schreibt, ja, iPhone-Verbot ging es auch nach unten. Also, ich würde jetzt halt nicht von einem Extrem ausgehen. Nichtsdestotrotz, sehen wir jetzt, die Aktienmärkte in den USA zeigen zumindest leichte Tendenzen auf der Abwärtsseite. Von daher habe ich jetzt erstmal Gedanken aufgebaut, wie ich jetzt den DAX für den heutigen Tag betrachten wollen würde. Bitte beachtet, dass der DAX nach wie vor im Verhältnis zu den US-Märkten enorm stark dasteht. Ja, schneller mal die All-Time-Highs ausgebaut, weniger Rückläufer. Nach wie vor, das ist der Fakt, den wir nach wie vor im DAX haben. Irgendwann wird sich das wieder ändern. Aktuell ist es allerdings noch so. Und bevor sich das nicht ändert, sollte man auch immer, nicht immer, aber sollte man auch diesen Gedanken nach wie vor so ein Stück weit verfolgen. Von daher ist es für mich schon interessant und wichtig, jetzt zu schauen, die nächsten zwei kleineren Bereiche, und wir sind ja jetzt hier schon wieder im 5-Minuten-Chart, um die Gedanken so ein bisschen aufzubauen für den heutigen Tag. Die Gedanken wären jetzt hier mal zu schauen, das ist jetzt in der JFD-Indikation so ganz knapp oberhalb der 250 und der nächste Bereich kommt lediglich so Pi mal Daumen 20 Punkte tiefer. Das sind so zwei Bereiche, wo ich es mir vorstellen könnte, dass wir erstmal Gegenreaktion bekommen, die durchaus auch schon direkt dazu führen kann, dass wir entsprechend ja gar keine weitere Schwäche sehen, dass sich der Markt schnell wieder erholt, dass wir vielleicht auch in die Ausgangslagen laufen können, Schlusskurse vom Freitag, beziehungsweise dass es eben auch durchaus realistisch wäre, dass wir hier oben in diesem Bereich in der JFD-Indikation die 300, also in etwa so eine Bewegung von 50, 60 Punkten bekommen können. 50, 60 Punkte, wissen wir, das ist jetzt nicht so gigantisch viel, ja, aber dass so etwas durchaus passieren kann. Und für mich ist es jetzt gar nicht mal so wichtig, jetzt zwingend unbedingt auf Biegen und Brechen hier unten Longs aufzubauen, sondern einfach auch so ein bisschen zu schauen, Montag ist das auch mitunter eben auch immer mal so relativ wichtig, ja, zu schauen, okay, wie geht denn der Markt überhaupt mit potenziellen Kaufbereichen um? Reagiert er? Reagiert er gar nicht? Werden sie sofort mit Momentum nach unten durchstoßen? Oder aber sehen wir in irgendeiner Art und Weise eine Reaktion? Oder aber kommt der Markt nicht einmal dahin? Weil das wären schon so die Minimumbewegungen, die irgendwo auf der Abwärtsseite in irgendeiner Art und Weise auftreten sollten. Wenn gleich der Markt nach oben dreht, dann wäre es in der Tat erstmal etwas, weil auch die US-Märkte, wie gesagt, Freitag ein bisschen schwächer waren, hier oben mal durchaus zu schauen, ob sich ein Short auftut. Ja, das wäre schon durchaus denkbar. Das würde ich aus aktueller Sicht auch wenn ich in den letzten Tagen und Wochen auf der Abwärtsseite, also in den letzten Wochen, ja, auch wenn man jetzt mal ein Stück weiter schaut als der März, habe ich im DAX immer noch positiv performt. Die letzten Wochen war es ja eher so ein bisschen Break-Even, leicht Minus. Und entsprechend
bin ich natürlich vorsichtiger im DAX, aber ich könnte es mir vorstellen, dass wir hier eine Möglichkeit antizyklisch, weil es wirklich gegen das große Momentum ist, dass wir hier schon mal eine Möglichkeit bekommen, gerade wenn wir idealerweise sofort nach oben laufen, dass wir dann eben zumindest die Möglichkeit haben, in diese Bereiche hier unten reinzulaufen. Ja, dass wir es schon so ein bisschen abgeben können und die Hochs eben nicht mehr nachhaltig ausgebaut werden. Für den heutigen Tag gilt dann allerdings erstmal auch für den Vormittag. Alles, was hier drüber stattfindet, ja, wenn er da drüber geht, da würde ich dann weder noch long gehen wollen, auch kein Short. Und gerade was dann eben eventuelle Druckbewegungen auf der Abwärtsseite nach sich zieht oder hier unten, wäre definitiv kein Long mehr möglich, je nach Situation, wenn es wirklich richtig kesselt und auch die US-Märkte anfangen richtig zack so mehr oder weniger nach unten wegzubrechen, was ich erstmal nicht annehme, aber dann könnte ich mir zumindest hier unten dann, aber auch nur dann, vielleicht auch nochmal ein Short irgendwie vorstellen, ja. Aber das ist jetzt absolut nicht das, was ich favorisiere. Da werden wir dann hier unten natürlich so um die 200er-Marke, so den nächsten Bereich bekommen. Diese Ausprägung, ja, wenn wir mal schauen, der Freitag war ja hier unten so, das Freitags am Morgen mehr oder weniger Tagestief. Wir haben uns am Freitag da war dann das Freitagshoch, das war die Ausprägung vom Freitag. Und das, was ich jetzt hier als theoretisches Szenario einzeichnete nach unten, wäre ja lediglich die Ausprägung vom Freitag zurückerobert. Ja, also in diesem Korridor vom Freitag, da spielt meine Musik jetzt aktuell in irgendeiner Art und Weise. Ja, und das ist natürlich von der Volatilität her, wenn man jetzt mal das obere und untere Ende sich anschaut, da liegen wir oben im Bereich gut 300, im unteren Bereich liegen wir etwas unterhalb der 200. Also wir reden hier von der normalen Schwankung, die sich durchschnittlich aktuell auftut. Denkt bitte dran, das ist ein bisschen höher als die 123, weil wir den Sonntag hinter uns haben. Also wir haben so in etwa so zwischen 135 und 140 durchschnittliche Schwankungen. Und das wäre in etwa das, was quasi am Freitag auch irgendwo sich zeigte. Von daher, oberhalb, wenn wir wirklich direkt neue All-Time-Highs ausbauen, der Markt weiter nach oben läuft, das ist immer sehr, sehr behäbig. Ja? Und auch für mich persönlich nicht so ganz interessant, irgendwo zu handeln. Somit wären das so die Gedanken für den heutigen Tag. Wir gehen nochmal auf die Gedanken für den Schweizer Franken. Das hatte ich ja euch gesagt, dass ich da jetzt diese Woche ein bisschen mehr den Fokus drauf lege. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wo er ist. Hier ist er. Da wir ja so ein bisschen Besonderheiten hatten. Ja, und das ist etwas, was wir auch im DAX Long oder Short wenig betrachten. So den ganzen Forex-Markt, Rohstoffmarkt, wir sind ja dann doch gerade am Morgen doch sehr indexlastig immer. Das ist etwas, was mich jetzt schon interessiert, wo ich so ein bisschen drauf schaue. Denn wir hatten ja die Besonderheit in der Schweiz, dass dort die Notenbank entschieden hat, die Zinsen sogar mit einem, ja, nicht extrem großen Überraschungsfaktor, aber schon, die Überraschung war da, zu senken, mit den Signalen, dass sie auch bereit wären, doch auch weiterhin noch die Zinsen nach unten zu nehmen, was natürlich den Schweizer Franken aus Sicht der Zinsen durchaus erstmal schwach werden lässt. Schwach Schweizer Franken bedeutet Aufwärtsseite im US-Dollar Schweizer Franken. Jetzt hatten wir dann eben im Gegenzug ja auch beobachtet, dass der Dollar so eine enorme Stärke mit sich brachte in den letzten Tagen, was ebenfalls bedeutet US-Dollar Schweizer Franken nach oben. Wenn man mal davon ausgeht, dass zumindest diese Stärke jetzt nicht in extreme Schwäche übergeht im US-Dollar, wäre zumindest die Aufwärtsseite in diesem Währungspaar durchaus noch interessant. Man muss hier aufpassen, der Dollar war schon enorm stark, also wirklich enorm stark in den letzten Tagen, und davon kann sich natürlich mal etwas auch ganz normal charttechnisch revidieren, ja, was natürlich dann auch mal so ein bisschen Druckbewegungen auf der Unterseite zeigt. Da kann dann der schwache Schweizer Franken dann wahrscheinlich auch nichts gegen ausrichten. Von daher ein bisschen mit Vorsicht sollte man es genießen. Nichtsdestotrotz habe ich hier mal so zwei Bereiche eingezeichnet, die ich jetzt mal so ein bisschen mit ins Kalkül nehme. Das ist jetzt nicht zwingend etwas, was jetzt gleich Montag früh um 9 Uhr irgendwie interessant wird. Da muss man noch in den Forex-Märkten ein bisschen aufpassen. Aber das könnten schon so Reaktionsbereiche sein, die jetzt quasi für diese Long-Seite interessant sind. Wo sie dann uns hintreibt und trägt, das werden wir sehen. Aber es könnten Möglichkeiten sein, diese Long-Seite irgendwo mal zu bekommen. Denkt bitte dran, der Schweizer Franken zum US-Dollar. Es könnte natürlich auch sein, dass wir vielleicht den Schweizer Franken in Kombination einer anderen Währung vielleicht sogar ein bisschen interessanter betrachten können. Von daher, das ist einer der Gedanken, wo der Schweizer Franken mit drin steckt, und wären jetzt so rein charttechnisch zwei Bereiche, die mich jetzt interessieren, wo ich so ein bisschen gucke, wie die Reaktion kommt. Ob jetzt daraus gleich ein Trade resultiert, kann ich noch nicht versprechen. Gerade Montagvormittag bin ich auch im Forex-Markt ja immer noch so ein bisschen vorsichtiger. Aber ich schaue zumindest. Viel ist beim Trading auch beobachten. Daraus lernen, wie geht der Markt mit gewissen Bereichen um? Wie war meine Idee? Nimmt er die Idee auf oder baut er sofort irgendwie hier Momentum nach unten auf? Ja? Vielleicht auch wieder in diese Ausgangslage hier unten rein. Da kommen natürlich hier weitere Bereiche. Und das gibt uns natürlich dann auch für die Zukunft wieder irgendwo so ein bisschen Klarheit für dieses Währungspaar. Je nachdem natürlich, ob der Dollar dann eben schwach ist oder der Schweizer Franken irgendwie doch Stärke zeigt. Ne, das
das müsste man natürlich dann eben versuchen, noch ein bisschen herauszubekommen. Kann man relativ einfach herausbekommen. Und wenn die Ideen allerdings passen, ja, und eben auch quasi dieser Flow dieses Währungspaares zu den Gedanken passt, dann ist es natürlich etwas, wenn es jetzt nicht klappt, ja, dass man dann vielleicht morgen oder übermorgen entsprechend vielleicht noch daraus resultierend eine Idee aufbauen kann. Ja, denkt bitte dran, verkürzte Handelswoche, ja. Eigentlich nur bis Donnerstag. Teilweise haben natürlich Märkte auch am Freitag offen oder eben auch verkürzt offen oder gehen noch in den Freitag hinein. Aber Freitag ist schon quasi sehr, sehr osterlastig. Ja, nicht nur bei uns in Deutschland. Und meistens ist es so, dass dann eben wirklich die Hauptliquidität, das Hauptvolumen bis Donnerstag durch ist für die Handelswoche. Ja. Gut, also ich wünsche euch erstmal einen wunderbaren Start in den Handelstag. Wir hören uns gerne um 14 Uhr mit der US Opening Bell wieder. Und da werden wir natürlich dann schon wieder ein Stück weit schlauer sein, was die Märkte heute gemacht haben. Und dann morgen geht es natürlich dann auch weiter mit dem Devisenradar. Ich wünsche euch einen wunderbaren Handelstag. Bis dahin euch nur das Beste. Euer Markus Klebe. Bye, bye und ciao. Tschüss. JFT, just fair and direct.